Tja, man merkt ja immer wieder, dass ich recht hatte und dass diese Frau auch recht hat mit diesem Buch hier. Wir waren heute auf dem Spielplatz und tja, man sieht es immer wieder. Es kam eine Oma, die hat mit ihren Kindern, die war sehr nett, die war aus Zittau, die hat auch mit meinen Kindern, mit meiner Kleinen gespielt, mit die Kinder. Die haben sich super gut verstanden. Aber von hier, da war auch eine Mutter und der Junge hat die ganze Zeit mit Steine gespielt. Mein Kind hat dann da gesessen und hat gespielt mit ihren Dinos. Und als sie ins Auto eingestiegen ist, hat sie gesagt, schmeiß den Stein weg. Das habe ich ja mitbekommen. Und ihn hat sie so dicht dran geschmissen an mein Kind, dass sie den bald an den Kopf gekriegt hätte. Ich meine, das kann doch nicht wahr sein, sowas. Ich hatte mich da tierisch aufgeregt. Ich hatte mich auch mit der Oma unterhalten und sagte, das ist unmöglich, ist das. Unmöglich. Ja? Warum eine Mutter nicht darauf achtet? Wenn da ein Kind sitzt, dann schmeißt man da keine Steine hin. So, dann das. Und dann unsere Pakistaner hier. Freunde, ihr könnt das ruhig hören. Und ich werde es auch bei YouTube reinsetzen. Die werden immer streitsüchtiger. Die denken, die sind hier die Prinzen. Das haben wir gestern schon gehabt, das Problem. Und mein Kind hat auch das Recht, einem die Meinung zu sagen, wenn es einem nicht passt. Auch ein Pakistaner. Nicht, wenn er denkt, er ist hier der Prinz. Ne? Und kann hier machen, was er will. Egal welcher Mann das ist, ob aus Deutschland oder Pakistan, Türkei oder was weiß ich auch immer, das kann er nicht. Und dann muss er sich auch mal eine Meinung anhören vom Kind. Und muss nicht frech werden und respektlos. Und das hat nichts mit Rassismus zu tun. Das hat ganz einfach was mit Respekt zu tun, den ihr nicht habt bei Frauen.